Moin Moin und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr auf Facebook Special Posts bzw. Posts mit anderer Schriftart erstellen könnt, sodass eure Posts durchaus mehr Aufmerksamkeit gewinnen. Das macht ihr ganz einfach und zwar geht ihr natürlich ganz normal hier oben schreibe etwas. Genau, bevor ihr das macht, was reinschreibt, geht ihr einfach auf diese Seite, tell.wtf. Die verlinke ich natürlich auch unten in der Beschreibung. Und zwar könnt ihr denn hier zum Beispiel jetzt Test, ich mache jetzt einfach einen Testbeitrag, überall Test schreiben. Fang nochmal an, sagen wir mal Test. Und dann müsst ihr einfach nur markieren und hier die Schriftart auswählen, die ihr haben möchtet. Machen wir hier nochmal Test und nochmal markieren. Und jetzt zum Beispiel möchte ich gerne dies haben. Und dann macht ihr einfach alles kopieren, rüber zu Facebook, einfügen, dann am besten noch ein Foto hinzufügen. Fotos sind immer gut. Ja, dauert einen kleinen Moment. Veröffentlichen. Tada, da haben wir unseren Post, mit dem wir jetzt mit einer anderen Schriftart mehr Aufmerksamkeit gewinnen können. Viele werden sich fragen, hä, wie hat er das gemacht? Na klar, kann man auch unter Notizen sich so einen Testbeitrag oder beziehungsweise Beitrag erstellen. Wird nur nicht so angezeigt, wie er hier angezeigt wird. Und deswegen finde ich diese Methode ganz einfach. Und viel besser. Wenn euch mein Tipp gefallen hat, dann gebt mir doch einfach einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Mich würde auch interessieren, wie ihr diesen Facebook-Tipp umgesetzt habt. Deswegen verlinkt doch einfach mal euren Facebook-Postbeitrag in die Kommentare. Ich schaue ihn mir gerne an. Bis dahin, alles Gute, ciao!